deinen 1 Million Euro Scape ganz für mich alleine habe. Richtig krasse Tricks gemacht, bis dann das passiert ist. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mache ich eine Solo-Session. Ich bin mit 1 Million Euro Skatepark. Ich will jetzt mal ein bisschen in der Park-Section fahren. Ein paar Sekunden später. Hier eine ziemlich gute Hip. Wir müssen versuchen, jetzt mal ein paar Tricks über diese Hip zu machen. Also Leute, den ersten Trick mache ich mal einen Kickless über die Hip. Ziemlich gut. Jetzt mache ich noch einen Bri-Flip. War auch gut. Und jetzt noch schnell einen Downside-Whip. Leute, die Line habe ich easy geschafft. Kickless-Whip easy. Dry Whip auch geschafft und jetzt Downs mit einem Whip. Habe ich jetzt auch geschafft. Also Leute, jetzt mache ich Kickless über den Whip. Okay, Leute, ich habe den jetzt geschafft. Noch einen Barspin. Als nächstes würde ich sagen, fahre ich mal ein bisschen in dieser Ball. Hier ist ein ziemlich okayes Flyout. Deswegen würde ich mal ein paar Flyout-Tricks rausmachen. Ne? Den ersten Trick, den ich jetzt mache, war mal ein Inward. Den Inward habe ich geschafft, der war ziemlich clean. Als nächstes würde ich mal versuchen, ein bisschen hier R zu fahren. Und dann schaue ich, was ich noch als nächstes machen könnte. Ich würde jetzt mal versuchen, hier so eine Line zu machen in der Ball. Ich fange mal an mit einem Barspin. Ein Kick. Und ein Dry Flip. Und ich würde sagen, den nächsten Trick, den ich mache, aus diesem Flyout, wenn man ein Double Rewind. Ich werde aber ein bisschen sketchy. Deswegen mache ich ihn jetzt direkt gleich normal auf die andere Seite. Und ich würde jetzt mal versuchen, ne, zu schauen, wie viele Tailwhips ich schaffen kann, ohne dass ich einmal fail. Also jetzt mache ich einen Tailwhip, zurück mache ich jetzt mal 2 Tailwhips. Okay, 2 Tailwhips habe ich jetzt geschafft. Und jetzt versuche ich 3 Tailwhips zu machen. Ne? Und jetzt 4 Tailwhips. 4 Tailwhips wird ein bisschen schwerer. Hoffentlich ist er first try, damit es eine gute Line ist. Und ich habe auch 4 Tailwhips geschafft. Jetzt versuche ich mal 5 Tailwhips. Okay Leute, 5 Tailwhips habe ich ziemlich gut angedreht. Leider habe ich es jetzt nicht geschafft, das heißt, mein Rekord sind 4 Tailwhips in einer Line. Versucht ihn mal zu überbieten und kommentiert, ob ihr es geschafft hat, First Try zu schaffen. Ich glaube, als nächstes würde ich mal versuchen, ein paar Tricks in dieser Banks zu machen. Okay Leute, ich würde sagen, als nächstes mache ich mal einen Double Whip. Wenn ein Double Whip gut ist, würde ich mal versuchen, einen Triple Whip übers London Gap zu machen. Wenn ich den Double Whip sehr gut geschafft habe, würde ich mal versuchen, einen Whip Bar zu machen. Ich mache noch hier in der Quarter einen Bri Flip. Und jetzt mache ich noch einen Triple Whip über das London Gap. Okay Leute, den Triple Whip über das London Gap habe ich geschafft. Und wie gesagt, versuche ich jetzt mal auf die Bank einen Whip Bar. Und dann würde ich mal versuchen, ein paar Overheads in der Bank zu machen. Okay Leute, Whip Bar habe ich geschafft. Jetzt würde ich mal versuchen, hier einen schnellen Feeble Grind zu machen. Okay Leute, ich würde sagen, als nächstes mache ich nochmal schnell über das London Gap einen Finger Whip. Und ich würde sagen, als nächstes mache ich mal aus der Bank ein Kickless zu Bri Flip. Ich muss den Kickless Bri Flip so ein bisschen Kickless machen und dann mehr so Bri Flip. Wenn ihr mal Tutorials wollt, wie ich zum Beispiel verschiedene Tricks mache, dann kommentiert es. Dann werde ich es mal machen. Oder kommentiert mal allgemein irgendwelche Videoideen und dann versuche ich die umzusetzen. Jetzt mache ich den Kickless zu Bri Flip. Oh Leute, 2. Try, ich bin wieder geslippt. Ich glaube, den könnte ich aber jetzt noch schaffen. Leute, nächster Try, mein Finger klebt auf der Bank. Okay Leute, den habe ich geschafft. Der war anstrengend. Ich würde sagen, zum Schluss der Session gehe ich jetzt nochmal rüber in die Street-Section, mache mal ein paar chillige Tricks. Okay Leute, ich weiß gerade zu dieser Street-Section. Hier ist ein Hip. Ich mache mal einen Barspin. Dann mache ich mal hier einen Dry-Flip. Und hier mache ich mal eine Down-Ledge. Diese Ledge ist sogar ziemlich okay. Und über das da kann man, glaube ich, sogar ziemlich gute Tricks machen. Deswegen versucht man einen Feeble Grind zu machen und dann einen Barspin out. Okay Leute, den habe ich jetzt geschafft, den Feeble Grind zu Barspin. Ist sogar ziemlich okay, deswegen versuche ich den jetzt mal zu Whip zu machen. Okay Leute, Feeble Grind to Tailwhip habe ich geschafft. Ich will schauen, welche Tricks ich noch als nächstes machen kann. Es wird langsam auch ein bisschen spät. Deswegen schaue ich noch, was ich finden kann. Irgendwann später. Also Leute, ich habe vergessen, ein Outro zu filmen. Kommentiert, wenn ihr ebenfalls im nächsten Video zu sehen sein wollt. Kommentiert weitere Videoideen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Plus.